Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Pacify. Ich kann nicht viel über das Spiel sagen, ich weiß nur, da drinnen, da wohnt ein Mädchen mit schwarzen Haaren. Leute, wir müssen irgendwelche Puppen einsammeln. Ich habe keinen Plan, wie das Spiel funktioniert. Das wird wieder ein krankes Horror-Let's Play, habe ich das Gefühl. Oh Mann, wir müssen in die Butze rein. Falls ihr jetzt schon Bock auf die Folge habt, lasst gerne einen Daumen da. Wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. So. Uff, Alter. Hier ist der Keller. Digga, ist das eigentlich dein Ernst? Das ist eine Notiz, Leute. Ich habe versucht, sie zu retten, aber ich habe versagt. Ich gebe auf. Ich gelobe, Gretchen zurückzubringen. Aber ich fürchte, das Mädchen ist für immer verloren. Digga, Gretchen, Leute. Wer ist denn Gretchen? Hier ist Holz. Leute, ich hab Holz. Leute, was soll ich mit dem Holz hier? Und vor allem, wo bin ich denn eigentlich? Da ist eine Puppe, Leute. Luderers Bestattungsinstitut, Leute. Ey, wir fahren mit einem weißen Bus in ein Bestattungsinstitut. Wir bieten Dienstleistungen ihrer Zeit der Not an. Erholung, Bestatter, Zeremonie, Beerdigung, Einäscherung. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir bieten auch private Dienstleistungen an. Ach so. Der, was ist das denn hier für ein Verein? Leute, es ist so dunkel hier drin. Kann man das Licht anmachen oder was? Hey! Wir gehen hoch, Leute. Junge, was ist das für ein Game? Oh mein Gott! Hier ist die Puppe. Ah ja, Leute. Man kann... Hier ist auch eine Puppe. Weißt du, wie ich meine? Alter, wer bist du denn? Verpiss dich! Digga, wer bist du? Sag mal! Ich will nichts von dir kaufen! Verpiss dich! Leute, guckt euch mal das Mädchen an. Ja, da kannst du auch schön drin bleiben in der Ecke. Hallo? Leute, was ist denn das hier? Ich kann ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau in den Tod und meine Adoptivtochter an das Böse verloren. Digga, wer bist du denn? Leute, wir laufen einfach. Ich will nichts von dir. Ich habe mich in verschiedenen Bereichen des Hauses eingeschlossen und versucht, mir einen Weg zu überlegen, wie ich sie retten kann. Ich habe 5 Schlüssel. Jede Schlüssel öffnet Türen in verschiedenen Bereichen des Hauses. Es gibt den großen Saal, die Schlafzimmer, den Keller, den Dachboden und die Haustür. Ich habe in jedem Bereich einen einzigen Schlüssel hinterlassen, um einen anderen freizuschalten. Alter Mann. Schlafzimmerschlüssel. Weg, 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 Digga! Ciao! Moin! Boah! Boah! Digga, ich krieg Gänsehaut! Puh. Leute, ruhig! Ich komm hier nicht mehr raus! Das Geräusch, Digga, gar keinen Bock! Als ob das Ding so hart am Flippen ist! Gehen hoch. Leute, das ist gruselig, Digga. Das ist echt ein bisschen gruselig, sage ich, ne? Viele unserer Kunden wünschen sich, sie hätten eine letzte Chance, mit ihren Liebsten zu reden. Das hat unser Interesse geweckt. Und wir haben mit der Untersuchung alter Rituale und des Jenseits begonnen. Mach die Scheißtür zu jetzt! Ja, wir haben die Totenbeschwörung aus Rom, Babylonien und Griechenland erforscht. Wir haben die Texte des ägyptischen Totenbuchs und die Rituale des afrikanischen Voodoos studiert. Wir haben mit diesen dunklen Künsten experimentiert und zu unserer Freude funktionierte einiges davon. Junge, was seid ihr für dumme Idioten?
Und vor allem, was mache ich hier und wer bin ich eigentlich? Tür zu, Leute. Auf entspannt, was steht hier drin? Nach den letzten Verabschiedungen überführten wir die Seelen zurück. Die Überführung verlief nicht immer sehr gut. Die Toten waren nicht glücklich. Und manchmal benahm sich das Mädchen sehr seltsam. Wenn wir ihre Lieblingspuppen erreichten, erholte sie sich. Wir wussten nicht genau, wie das alles funktioniert. Aber wir kauften viele dieser Puppen. Alles klar, wir ziehen's durch. Chillig bleiben. Uff. Oha. Sie ist entspannt. Okay, Leute, sie ist entspannt. Perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Puppen. Okay, ich habe noch eine auf Tasche. Best Hands, Digga, beste Lage. Okay, Leute, jetzt so langsam läuft's. Wir haben den Dachbodenschlüssel. Okay, okay. Ja, super. Da haben wir das Viecher so ein bisschen jetzt unter Kontrolle. Das freut mich auf jeden Fall. Dann können wir mit den Puppen so ein bisschen arbeiten. Leute, das gibt mir wieder ein sicheres Gefühl, muss ich sagen. Die kriegen wir also erstmal in den Griff. Wir müssen ein Ritual durchführen, um die... Entspann dich, verpiss dich. Ich will kein Date. Leute, ich will doch kein Date. Mach die Tür zu, ich will doch einfach kein Date. Mann, ey, warum, Mann? Warum immer so Schwarzhaarige? Ich habe Streichhölzer und Holz. Und ich habe gesehen, es gab so eine Puppe, Mann. Die sah gar nicht gut aus. Ja, gut. Der Kellerschlüssel, Leute. Wir haben einen Schlüssel zum Keller. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall eine gute Puppe. Aber es gibt auch welche... Bleib doch mal stehen jetzt. Slatter, ey. Laufen diese Puppen hier immer noch rum? Ey, moin. Ich habe da was für dich. Bleib locker, bleib locker. Ist doch alles cool. Ist doch alles cool. Guck mal, wie sie da steht. Ja, Leute, ich hab sie. Im Griff. Alles entspannt. Nächste Puppe ist am Start. Leute, das läuft doch richtig, Mann. Das läuft doch richtig. Okay. Ich habe hier also jetzt deutlich mehr Räume freigeschaltet. Das ist ja schon mal gut. So, und jetzt erstmal gucken, was hier im Keller noch so ist. Oh, Leute. Wir machen die Tür zu. Was ist das denn hier? Da liegt Holz drin. Falsche Puppe! Oh, ich bin so dumm, Alter. Ja, Leute, jetzt habe ich ein richtig dickes Problem. Ich habe die falsche Puppe weggeworfen. Ja, moin. Also, da muss ich jetzt aber natürlich mal ganz dringend los. Ey, das kann doch nicht sein, ne? Wir müssen jetzt in den Keller gehen und Puppen verbrennen, Alter. Was ist das denn? Ja, komm. Dich nehmen wir mal mit, Alter, du Hässlette. Wir gehen schnell in den Keller runter. Digga, das Ding zünd ich an. Junge, das wird ein ganz anderes The Baby in Yellow. Das wird The Baby in Fire. Sie verwandelt sich, Leute. Der Scheißding brennt. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall ein richtig dickes Problem. Komm her. Wo bist du? Wow, Digga, ballert. Bruder, ballert. Gar kein Bock. Oh. Oh. Ach, Mann, ey. Jetzt liegen hier meine ganzen Schlüssel rum. Hässliche Scheißpuppen. Als ob ich das bin. Digga, wie sehe ich denn aus? Hallo, Süße. Ruf mich an. Da ist sie. Da ist sie. Die verwandelt sich gleich. Ich sag's euch jetzt, wie es ist. Es ist 12 Uhr. Die Alte hat Bock. Und es wird Zeit, dass sie jetzt mir mal so richtig auf die Eier geht. Wortwörtlich. Was läuft ihr mir dann auch immer hinterher? Mann. Hier ist auch eine, so eine Puppe einfach in der Badewanne drin. Okay. Und im Dachboden, der, wenn wir da sind, Leute, da haben wir eben die Room aufgemacht. Da kommen diese ganzen scheiß Puppen raus. Die fangen einfach an zu laufen aus dem Nichts. Das sind ja übelst die Missits, ey. Ey, ganz im Ernst, ich hasse Babys. Piss ich jetzt. So, wir brauchen noch... Wow, nimm die Puppe und bleib locker. Einfach locker bleiben, Süße. Es wird Zeit, dass wir runter in den Keller gehen und mal die Anlage anwerfen, ey. Wir müssen mal ein paar Sachen verbrennen.
Oh, es ist aber auch so dunkel in diesem Haus, ne? Es ist so dunkel hier drin. Ja, lauft mal überall rum, Alter. Euch fange ich gleich ein, Digga, und dann brenne ich euch richtig weg. So, hier rein. Och, Mensch. Willst du da durch? Das wird nix, du Hässlette. Ein bisschen Orientierung brauchen wir in diesem Haus. Das ist ganz wichtig. Aber an sich ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Müll hier reinstopfen, Alter. Verpiss dich jetzt. Ja, das feiert die aber gar nicht, ne? Das feiert die aber gar nicht, ne? Das feiert die gar nicht, Digga. Da. Wir haben eine. Und rein da. Und da geht die nächste weg. Oh, Digga. Alter, wie schwer ist das denn, alleine durchzuspielen? Also ich finde, das ist ein bisschen heftig. Oh, Baby, da haben wir schon die nächste. Woher? Woher denn? Ey, das Spiel ist unmöglich. Das Spiel ist unmöglich. Ganz im Ernst. Ich habe gegen die Dunkelheit verloren. Leute, ich glaube, ich schaffe das Game alleine nicht. Ich muss, glaube ich, Kaspar fragen, ob er mal Bock hat auf eine Runde. Ja, ich hole jetzt einen Kollegen. Yo, Denno, Alter. Ey, Kaspar, Digga, ich habe gerade Pacify gespielt. Junge, ja. Es war übel wild. Digga, mich hat so eine Frau verfolgt, Mann, die hatte ihre Tage. Oh. Digga. Und das war wirklich extrem brutal. Ich hab's alleine nicht geschafft. Digga, hast du Bock auf eine Aufnahme oder was? Alter, let's go. Ich hab mega Bock. Alles klar, Mann. Part 2 incoming. Ja, Leute, das war's mit Pacify. Oder auch mit der Frau, die ihre Tage hat. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schallert auf jeden Fall nochmal ein Abo raus. Und checkt die anderen Videos aus, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, Denno out.